Die alte Welt ist eingetaucht in das Gerangel um Macht und Kontrolle. Gleichzeitig sehnt sich die Menschheit nach Frieden, Freude, Sinn und Sicherheit. Ja, einfach nach einer neuen Welt, oder? Diejenigen, die ihre Schwingung schon auf die feineren und schnelleren Frequenzen ausgerichtet haben, bereiten die neue Erde vor und versuchen, lichtvolle Fackeln aufzustellen, damit alle anderen auch den Weg finden. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Ich bekam die Tage eine E-Mail mit dem Wortlaut: Ich muss feststellen, dass alle Channel-Medien nun plötzlich zurückrudern. Und von alles wird gut und komplette Veränderung im Außen zu Veränderung im Innen übergehen. Wir müssen alle, wenn wir uns nicht ändern, damit rechnen, dass es so bleibt oder noch anstrengender wird. Oh je oder je, oder täusche ich mich da, schreibt der Herr und schien ordentlich Angst gehabt zu haben. Ja, auch ich habe in den vergangenen Tagen eine astrologische Analyse für die kommende Zeit gelesen und auf diese Analyse freue ich mich normalerweise jeden Monat. Doch dieses Mal tat sie mir auch nicht gut. Ich bin auch generell ein sehr interessierter Mensch und schaue mir gerne Beiträge an, lese, höre Hörbücher und versuche mich in speziellen Themen weiterzubilden, doch stößt all das in mir zurzeit gehörig auf Ablehnung. Auch Meinungen über dieses und jenes mag ich mir gerade überhaupt nicht anhören. Mir ist, als ob ich den großen Wunsch habe, dass jeder seinen Senf für eine Weile bei sich behält. Aus diesem Grund fällt mir übrigens auch heute diese Podcast-Folge sehr schwer, denn nicht mal ich habe Bedürfnis, meinen Senf zu platzieren und in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Ich möchte nicht über Krisen im Außen und auch nicht über Krisen in unserem Inneren sprechen, die es zu bewältigen gilt. Das wissen wir eh schon alle längst. Klar hoffen wir, dass es einen großen Gongschlag gibt und der kollektive Bewusstseinswandel endlich geschafft ist. Das ist aber leider nicht so. Und den Bewusstseinswandel kann auch nur jeder für sich selbst hinbekommen. Es macht mich traurig, dass ein paar wenige Menschen auf diesem Planeten ein Interesse daran haben, die Menschheit auszubeuten. Ja, aber auch den Planeten auszubeuten. Ihre Spielchen mit der gesamten Bevölkerung spielen und tatsächlich in der Lage sind, uns mit Themen zu beschäftigen, ja, uns wie Schachfiguren auf dem Spielbrett hin und her zu schieben. Und ja, vor allen Dingen mit Themen, auf die wir alle irgendwie so auch gar keine Lust haben. Ich glaube, unser Bewusstsein ist so generell auf Frieden und Freiheit ausgerichtet. Das wünschen wir uns zumindest. Wer hat schon Lust auf Krieg oder Seuchen oder Ähnliches? Ja, warum ist es so schwer, dass wir uns als Masse durchsetzen? Krisen, Kriege, Seuchen, Ausbeutung, Klimawandel, Hungersnöte, Spaltung, Unterdrückung, Finanz- und Energiekrise, abgeholzte Regenwälder, Artensterben, Massentierhaltung, verschmutzte Meere und was sonst noch alles. Wir könnten das alles sofort beenden, wenn wir wollten. Wer will das eigentlich nicht? Wer hat denn Interesse daran, das aufrechtzuerhalten? Und was hält uns hier eigentlich in diesem schlechten Spiel gefangen? Ja, während ich hier diese Gedanken für diese Folge niederschreibe, sitze ich in der Sonne am Teich und die Vögel zwitschern in einer herrlichen Lautstärke. Ich komme gerade von einem 3-stündigen Waldspaziergang mit meiner Tochter und unserem fröhlichen Vierbeiner Chico. Und ich müsste echt verdammt glücklich sein. Doch heute bin ich es nicht. Ich bin müde und traurig. Und ich erkenne, dass der Grad des Übertritts in die neue Zeit ein sehr schmaler Grad ist. Es ist ein Übertritt, den wir in unserem Bewusstsein vollziehen und genauso können wir ganz schnell wieder zurückfallen. Ich bin für den heutigen Tag zurückgefallen und ich weiß auch, woran es liegt. Ich habe einfach zu viel gearbeitet am Wochenende und zu viele E-Mails gelesen. Es ist am Wochenende ein unerwartetes Problem aufgetreten, welches ich bestmöglich versucht habe zu lösen. Mit meiner Lösung habe ich versucht, alle zufriedenzustellen und dadurch bin ich tief eingetaucht in die vielen verschiedenen Meinungen und Ansichten. Viele haben sich gefreut und sich bedankt. Viele haben mich angegriffen und beschuldigt. Manche haben mich beschimpft und mir merkwürdige Dinge unterstellt. Es geht mir gar nicht um die Details, sondern darum, dass viele Menschen, viele Meinungen, unterschiedliche Persönlichkeiten bedeutet. Bei allen Wünschen nach Gemeinschaft und Frieden für unseren Planeten, für die neue Zeit, ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Und das, was mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt möglich erscheint, ist, mich um mich selber zu kümmern. Wir werden nie alle der gleichen Meinung sein. Und wenn ich Dinge als schön und positiv bewerte,
mir ein Bein ausreiße und versuche, alles richtig zu machen, dann findet jemand anderes trotzdem immer noch einen Fehler und der ist vielleicht auch aus seiner Sicht völlig berechtigt oder fühlt sich auf den Schlips getreten. Es ist einfach, wir sind einfach alle unterschiedlich und wir können es nicht allen recht machen. Ja, ich habe eine große Vision und ich arbeite auch an ihr. Und ja, ich wollte eine lichtvolle Fackel aufstellen am Wochenende. Aber ich höre jetzt wieder auf, es zu wollen. Ja, es tun werde ich das weiter, aber ich werde es nicht mehr wollen. Ja, und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Ich werde mich jetzt wieder auf meine Seinspotenziale konzentrieren und dem Schicksal seinen Lauf lassen. Denn zurückfallen in die alte Welt fühlt sich echt mies an. Vor allem, wenn man schon eine ganze Weile draußen war. Das war sie wohl, die Falle. Immer dann, wenn wir etwas wollen und uns über Gebühr dafür einsetzen, fallen wir zurück in die alte Welt. Ja, jetzt habe ich doch ganz viel gesagt. Heute nicht ganz so fröhlich, doch vielleicht hilft dir meine Erkenntnis ja trotzdem ein bisschen. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.